Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, als erstes ein herzliches Danke für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre und ich komme immer wieder gerne nach Berlin, allein schon deswegen, weil wir das Büro hier haben. Wir haben aber nicht nur ein Büro hier, sondern wir haben auch 9 Landesvertretungen in Deutschland, 8 europäische Nachbarländer mit Freundschaften zum Thema E-Mobilität ausgestattet und mit ins Boot geholt, aber auch internationale Beziehungen mit einer Dependance in Shanghai, mit einer Dependance in Los Angeles. Und wir sind auch in Korea vertreten und natürlich, und das ist wichtig, auch auf EU-Ebene in Brüssel. Vielleicht 2, 3 Worte zu meiner Person, woher komme ich, was bin ich, was habe ich bisher getan. Kann ich Ihnen versichern, nichts Schlimmes. Ich komme ursprünglich aus der Automobilindustrie, dort war ich von 1986 bis 1993 für ein in Ingolstadt ansässiges Unternehmen tätig. Da muss ich den Namen, glaube ich, nicht nennen, ich komme später eh nochmal drauf. Habe dann mich seit dieser Zeit mit einem Thema beschäftigt, nämlich Fahrsicherheit. Fahrsicherheit, Fahrökonomie, Fahrökologie. Und habe mich darum gekümmert, dass die Menschen sicher auf Deutschlands Straßen unterwegs sind. Und da gehen wir ja, wie Sie jetzt gerade alle selber reden, schon wieder einen Schritt weiter in Richtung teilautonomes beziehungsweise autonomes Fahren. Das ist mein Werdegang, da komme ich her. Und warum komme ich auf die E-Mobilität? Relativ simpel und einfach. Mich hat einfach fasziniert, dass man sich lautlos, ohne Lärm, ohne die Umwelt zu verschmutzen, fortbewegen kann. Und das ist mir zum ersten Mal in den USA demonstriert worden, vor 7 Jahren. Durch meinen Job bedingt habe ich mich dort mit Elektromotorrädern beschäftigt und ich habe dann in Deutschland die erste Elektro-Enduro-Schule gegründet und musste dann feststellen, dass irgendwas in diesem Land extrem schief läuft. Und mich dazu entschlossen, einen Verband zu gründen und den nicht nur zu gründen, sondern auch zu führen und zu entwickeln. Und als Unternehmer bin ich es gewohnt zu entwickeln und zu führen. Und ich habe es so gemacht, wie ich es als Unternehmer mache. Ich habe gesagt, da brauchen wir keine Fördermittel, da müssen wir mal selber das Heft in die Hand nehmen, anpacken und nicht hätte, könnte, vielleicht, wenn, sondern los, machen. Das haben wir getan, inzwischen sind wir der größte Verband in Europa, 220 Firmenmitglieder mit einem Gesamtumsatz von ca. 70 Milliarden Euro und extremst gut vernetzt. Wir haben einen parlamentarischen Beirat, überparteilich selbstverständlich, wir haben einen wissenschaftlichen Beirat mit 28 Köpfen aus diesem Land und wir haben neben dem Verband einen Verlag gegründet und dazu auch noch ein Institut. Warum haben wir den Verlag gegründet? Relativ simpel und einfach. Mein Großvater hat mir zu mir gesagt, tue Gutes, aber rede auch darüber. Und das tun wir. Nun zum Stand in Deutschland und der ist derzeit extremst traurig, um das mal zu sagen. Der Herr Lobenberg hat es ja furchtbar nett formuliert und hat gesagt, auf dieser nationalen Konferenz ging es dann doch nicht so ganz vorwärts, wie es hätte sein sollen. Ich sage, das war ein Offenbarungseid, simpel und einfach, da muss man nicht drum rumreden. Und mich nervt inzwischen auch diese Weichspülerei. Man sollte Fakten einfach mal beim Namen nennen und ergründen, warum ist das so. Wir sind mit hehren Zielen an den Start gegangen. Wir haben versucht, ein Ziel vorzugeben. 1 Million Elektrofahrzeuge, wie wir seit heute wissen, gehören da auch die Pedelecs und E-Bikes dazu. Das ist mir persönlich neu, aber egal. Auf die Straße zu bringen. Was ist passiert? Man hat zuerst mal kleine Modellregionen gegründet, die relativ gut gearbeitet haben, zumindest in Teilen, nicht alle. Dann ist man davon übergegangen in Schaufensterregionen. Diese Schaufensterregionen haben mit extrem hohen Willen angefangen und haben richtig Strom gegeben, weil Gas geben wir schon lange nicht mehr. Und als sie dann losgelegt haben, haben wir festgestellt, dummerweise das Geld noch nicht da, das sie gebraucht hätten, um richtig zu starten. Gut, das kam dann ein bisschen später, damit hat man schon mal wieder eine Verzögerung von einem Jahr, und so geht es sukzessive weiter. Dann hat man eine nationale Plattform Elektromobilität gegründet und hat die mit wichtigen Menschen besetzt, was die Führung betrifft. Zum einen den Herrn Ackermann, ehemals SAP, heute Akatec, der darf das nebenberuflich machen. Eine nationale Plattform Elektromobilität macht er nebenberuflich. Dann hat man den Herrn Huber ins Boot geholt, Aufsichtsrat bei VW, der darf das auch nebenberuflich machen. Und dann hat man einen Staatssekretär Bomber ins Boot geholt, der darf das auch nebenberuflich machen. Ich sage mal was eines, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Als ich vor 6 Jahren angetreten bin, habe ich mir geschworen, ich mache das, was ich hier mache, ehrenamtlich. Das tue ich bis zum heutigen Tag. Aber im Unterschied zu diesen Herren 10 bis 12 Stunden am Tag. Und das ist genau das, was es ausmacht. Wenn die Kanzlerin bei der Allianz angestellt wäre als Vorstand, könnte sie auch nicht nebenberuflich Kanzlerin machen. Und daran scheitern wir im Moment. Alles das, was in dieser nationalen Plattform Elektromobilität umgesetzt hätte werden sollen, ist nicht umgesetzt worden. Nämlich ganz simple und einfache Gesetzgebungen, wie heute schon angesprochen, das Laden beim Arbeitgeber. Wo dann der Fiskus kommt und sagt, bitte, da habe ich auch einen Anspruch drauf. Das kann es nicht sein. Wir müssen den Playern, die sich hier engagieren, das sind alle unsere Mitglieder, das sind alle Schaufenster, das sind alle Modellregionen, eine Rechtssicherheit geben, damit sie Planungssicherheit haben und zur Planungssicherheit dann Finanzsicherheit. Wenn das nicht funktioniert, wird der Rest nicht funktionieren. Das ist die eine Geschichte. Wir sehen das derzeit nicht. Und das ist Fakt. Und das muss man auch mal nennen und sagen. Blöd ist nur, wenn man sagt, so wie ich hin und wieder, dann heißt das natürlich sofort, schon wieder der Sieger. Wenn er nochmal ruhig wäre. Ich verspreche Ihnen, ich werde nicht ruhig sein. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, bis 2020 das durchzuziehen und ich werde es durchziehen. Und nicht ich, sondern mein Team, unsere Mannschaft, das sind inzwischen 4 Menschen fest angestellt, die dort bezahlt werden. Wir haben nebenbei noch Arbeitsplätze geschaffen. Und wir werden das bis 2020 durchziehen, weil ich weiß, dass wir die 1 Million Elektrofahrzeuge ohne Pedelecs und ohne E-Bikes schaffen werden. Ich komme aus der Autoindustrie, ich habe es am Anfang erwähnt. Und ich weiß, wie so eine Autoindustrie tickt. Wenn man 8 Jahre drin war und hatte das Glück, in der Führungsebene dabei sein zu dürfen, in einer Umbruchszeit, gerade in einer Firma wie Audi, wo ich war, war das wirklich ein Akt. Da hat man tatsächlich zu dieser Zeit noch auf der Hutablage Klopapierrollen, die übergehäkelt waren, gefunden. Schauen Sie sich das jetzt mal 30 Jahre später an. Ich kann von mir behaupten, ich habe einen kleinen Beitrag dazu geleistet, das zu ändern. Aber das ist nur ein kleiner gewesen. Und wenn man sich anschaut, wie diese Autoindustrie tickt, und wir brauchen uns bloß erinnern an den Katalysator, wir haben uns 5 Jahre, 6, 7 Jahre mit Händen und Füßen gegen einen Katalysator gewehrt. Jetzt ist er da. Der war aber vorher schon da. Inzwischen sind wir aber der größte Anbieter in diesem Bereich. Und der mit der besten Technologie. Wir haben das noch. Wir können das, nur wir müssen es machen und nicht drüber reden. Wir diskutieren jetzt die letzten 6 Jahre zum Thema E-Mobilität für mich persönlich gefühlt ungefähr 100.000 Kongressen. Aber wir diskutieren immer noch. Über was bitte? Über das, was es längst gibt. Wir sind inzwischen übrigens auch Leitanbieter. Das bezweifle ich in keinster Art und Weise. Die deutsche Automobilzulieferindustrie ist hochinnovativ, hat Produkte in den Schubladen und in Petto, die sind unglaublich und unwahrscheinlich innovativ. Und die deutsche Autoindustrie bedient sich ja nur der. Ich habe letztens mal ketzerisch gesagt, so ein Autohersteller ist inzwischen nichts mehr anderes wie ein Konfektionierer, und das ist so. Und wenn man in einer Stadt wie Ingolstadt lebt, wie ich, kriegt man das ja am eigenen Leibe mit. Jetzt kommen wir zum Stand der Technologie, um es mal ganz einfach zu erklären. Da wird dann aus dieser Stadt Ingolstadt der Tesla Fighter für 2018 angekündigt. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, haben wir jetzt 2015. Wenn in dieser Industrie irgendjemand glaubt, dass diese Welt auch nur eine Stunde schläft, und die schläft auch nicht, wenn wir vielleicht mal 8 Stunden schlafen oder 7 oder 6 oder 5, der täuscht sich. Diese Welt ist hellwach und die Autoindustrie ist ein Riesengebilde, das nie schläft. Und wenn ich mir anschaue, was ich in China, in den USA, selbst in Indien, in Schwellenländern erlebe, an Entwicklungen, an Fortschritten, an neuen Technologien, wird mir schwindelig. Und wenn jemand dann noch glaubt, dass ein Herr Elon Musk, der Tesla in die Welt gerufen hat, als sein Baby, die nächsten 3 Jahre bis 2018 in den Dornröschenschlaf verfällt, der hat sich getäuscht. Das wird er nicht. Nein, bis dahin kommt die 3. Generation dieses Fahrzeugs und bis dahin wird er die Fahrzeughalle, die er gekauft hat, das ist nämlich nichts anderes als das ehemalige General Motors Werk und Toyota Werk mit 550.000 Fahrzeugen pro Jahr ausgestattet haben zur Produktion. Und dann wird es ernst, weil parallel in Amerika gerade 2 weitere Firmen dieses Kalibers entstehen, gefördert wird, ohne Ende von der US-Regierung. Bin nicht für diese pauschalen Förderung, definitiv, da wehre ich mich. Man muss intelligent fördern. Und intelligent fördern heißt, wie der Mami schon sagt, das Hirn anstrengen.
und nicht einfach pauschal mit dem Gießkannensystem eine Abwrackprämie über die Menschen herfallen. Das ist ein Blödsinn. Das geht viel einfacher, das geht viel lockerer und das kann man viel intelligenter aufbauen. Definitiv auch nicht über ein Abschreibungsmodell, da hat der Herr Müller vollkommen recht, beim jetzigen Zinssatz ist das so unattraktiv wie sonst etwas. Wir müssen die Themen anpacken, dort wo es notwendig ist, und zwar wo die Rechtssicherheit nicht gewährleistet ist, und das ist es nicht. Und wenn Sie wie ich oder wir, meine Familie, inzwischen zwangsweise, weil wir müssen uns sehr viel bewegen, Sohnemann zur Arbeit einfach 17 Kilometer, meine Frau zur Arbeit einfach 25 Kilometer mit Autos ausstatten müssen, wir fahren alle drei elektrisch. Der ältere Sohn, meine Frau und ich, übrigens mein größter Erfolg in der Elektromobilität war der, dass ich meine Frau nach 4 Jahren von einem Elektrofahrzeug überzeugen konnte. Das müssen Sie erst mal hinkriegen. Ich habe mal am Hochzeitstag, da werde ich das Thema wieder zur Sprache bringen. Aber das mal nebenbei. Es ist da draußen ein Chaos und eine Wirrnis, was die E-Mobilität betrifft. Das ist unbeschreiblich. Während in anderen Ländern wie Holland, Dänemark, Österreich längst alles steht, was Ladeinfrastruktur betrifft, denken wir darüber nach, ob wir sie letztendlich installieren können. Wir bauen Szenarien auf, die völlig diffus sind. Wir brauchen plötzlich Schnelllader mit einer Leistung von 150 kW. Ich bitte Sie, wer braucht das? In Ihren Städten, und ich gebe Ihnen nur den Tipp mit, nehmen Sie es so mit, brauchen Sie nicht mehr als 22 kW. Wo Sie mehr brauchen, ist entlang der Achsen, und da diskutieren wir jetzt auch schon wieder eine geraume Zeit darüber, dass wir das dann an Tank- und Raststätten installieren. Während die Holländer das in 6 Monaten schon vor 2 Jahren durchgezogen haben, diskutieren wir noch. Jetzt fangen wir langsam an und es soll dann irgendwann 2017, vielleicht 2018 stehen. Und dann kommt auch noch ein Vorstandsvorsitzender einer renommierten Automobilschmiede in Deutschland und sagt, ja, um die Ladeinfrastruktur können wir uns nicht kümmern, das soll gefälligst der Staat machen. Ja, geht's noch? Jeder von denen macht im Jahr einen Minimumgewinn nach Steuern von 4 bis 6, eher 8 Milliarden Euro. Und dann sollen wir als Steuerzahler das finanzieren? Schauen Sie sich doch einfach mal an, wie der Herr Musk das macht. Das ist im Auto im Preis dabei. Und jetzt sage ich Ihnen, warum. Weil wir dort auch schon wieder, Entschuldigung, ich wollte das Wort jetzt fast aussprechen, ich sage es lieb, verkackeiert. Ein Elektroauto ist in der Herstellung wesentlich günstiger herzustellen als jeder Verbrenner. Sie brauchen keinen Katalysator mehr. Sie brauchen viele andere Dinge nicht mehr, Kolben, was weiß ich. Springt sofort die deutsche Autoindustrie in die Luft und sagt, jetzt kommt der Siegel wieder mit dem Blödsinn, das brauchen wir dringend, wir müssen Arbeitsplätze haben. Ist ja richtig. Aber wir werden sie ganz schnell verlieren, wenn wir nicht dabei sind. Das ist die eigentliche Krux. Und deswegen müssen wir es jetzt tun. Und da muss keine Angst haben. Weil da gibt es Zahlen, die gehen bis 2050. Und da sind wir nicht mehr 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, sondern eher 10,5 Milliarden und die wollen mobil sein. Ähnlich mobil, wie wir es uns anmaßen, schon seit Jahren zu tun. Und diese Mobilität wollen die haben. Und dann müssen wir 2050 nicht mehr 70 oder 80 Millionen Autos bauen im Jahr, weltweit von General Motors bis Toyota, sondern dann sind 250 Millionen Fahrzeuge gefordert. Erklären Sie mir mal bitte, wie Sie das mit Strom, mit Energie unter der Erde hervorzaubern wollen. Das wird nicht funktionieren und wenn, dann wird es verdammt teuer, zumal wir ja dieses Öl und Gas und andere Dinge für ganz andere Sachen brauchen. Ich nehme beim Öl einfach mal nur den klassischen Gummistiefel als Beispiel. Beim Gummistiefel sind wir beim nächsten Thema. Eine der größten IT-Firmen ist wieder zurückgekehrt in ihr Kerngeschäft. Die Firma Nokia, dort produziert man jetzt wieder Gummistiefel. Und ich kann mich gut erinnern, und da gibt es auch in dem Vortrag von Lars Thompson einen tollen Hinweis, da standen etwa 7 Vorstände von Nokia sich amüsierend vor der Präsentation von Steve Jobs, Gott hab ihn selig, bei der Präsentation seines ersten iPhones und haben ihn ausgelacht. Ausgelacht. Der soll Computer bauen, Telefon kann der nie. Das Ergebnis kennen wir. Und wir haben schon andere Schlüsseltechnologien verloren, und nicht nur Nokia, sondern auch hier in Deutschland. Schauen Sie sich einfach mal die vorher auch angesprochene LED-Technologie an. Ich habe vor 15 Jahren selber ein Patent auf den Markt gesetzt, das hätte ein LED-Modul gebraucht. Damals gab es das in Deutschland nicht, aber mich belächelt. Da hat man gesagt, hör auf mit deinem scheiß LED, das braucht kein Mensch. Alles nur Blödsinn, uninteressant, kriegt man nie das Licht her, das man gerne möchte. Hell, dunkel, gedämpft, nicht gedämpft, grün, blau, lila, was weiß ich.
Das geht alles nicht. Ich war in Taiwan, ich habe was angeschaut, ich bin nach Korea geflogen, habe was angesehen. Dort gab es das längst. Und die zukünftigen Fernsehgeräte werden dann nicht mehr an der Wand hängen haben, sondern integriert in die Tapete, tapeziert. Das nennt man OLED-Technologie. Und da diskutieren wir jetzt auch schon wieder ein Weilchen drüber. Wir diskutieren und diskutieren und diskutieren und die anderen machen, wir haben die Geschäfte bereits verloren. Genauso wie wir das entscheidende Modul verlieren, gerade im Moment, und haben es schon verloren, nämlich das Wichtigste, den Speicher, nämlich den Akku. Und den Akku machen inzwischen nur noch 3 Firmen weltweit. Und das ist gefährlich, wenn sowas passiert, weil da entsteht mal leicht ein Monopol. Die 3 Firmen heißen Panasonic, Samsung und LG. Und Taiwan hat sich gerade vor kurzem aus der Akkutechnologie zurückgezogen. Und was tut man dann? Dann bezieht man das Zeug halt von den anderen. Und bei intelligenter Kommunikationstechnologie ist es nicht anders. Apple und Google, glauben Sie es mir, die haben kein Interesse daran, ein Auto zu bauen. Da sind die Margen viel zu niedrig und uninteressant. Nein, die wollen ganz was anderes. Und das wollen sie nicht nur, das ist längst passiert, die sind schon drin in diesen Autos. Mit allem, was dazu gehört. Und das ist das, was mich treibt, was mir Sorge macht, natürlich aber auch wesentlich andere Aspekte, und da geht es um die Zukunft unserer nachfolgenden Generationen. Das ist Nachhaltigkeit, das ist Effizienz und das ist eine Mobilität, die auch unseren Kindern und Kindeskindern noch Spaß machen soll, ohne dass sie sich dabei schädigen. Und das ist die Herausforderung. Und da geht es nicht nur um CO2, ich kann das CO2 eigentlich schon gar nicht mehr hören, da geht es da rein, drüben wieder raus. Es geht um ganz andere Dinge, es geht um Stickoxide, es geht um Lärmemissionen und selbstverständlich natürlich auch um CO2. Und alles das können wir jetzt ändern, und zwar jetzt und nicht in 15 Jahren, das ist zu spät, weil dann haben es andere gemacht. Dazu braucht es Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen, ganz offen und ehrlich, die sehen wir als Bundesverband E-Mobilität im Moment einfach nicht gänzlich geschaffen. In Teilen ja, in Teilen definitiv, aber nicht gänzlich. Und da ist sehr viel Arbeit notwendig. Und ich frage mich schon, warum Herr Müller das vorher angesprochen hat, dass es einen parlamentarischen Kreis gibt, oder warum es eine NPI gibt und witzigerweise der größte Verband Deutschlands dort nicht eingeladen wird. Herr Kagermann war der Einzige und hat mir halt dann ehrlich gesagt, Herr Siegel, wissen Sie, wir sind ja doch ein bisschen Automotive getrieben und der VDA möchte es nicht. Wer nicht weiß, was VDA ist, ist der Verband der Automobilindustrie. Ich lege Ihnen eines am Herzen und Sie sind die Wichtigsten, die heute hier sind, alle diese Kommunen, Städte etc. vertreten, die nach vorne kommen wollen mit ihrer Gemeinde, die nachhaltig wirtschaften wollen und unterm Strich dann nämlich auch finanziell nachhaltig, widmen Sie sich der Elektromobilität, und wenn Sie Lösungen dazu brauchen, bieten wir Ihnen die an über unser Institut. Und übrigens, es sind nicht alle Elektroautos so teuer, wie man denkt. Ein Renault Zoe wird derzeit für 16.500 Euro angeboten, und ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht und habe ihn verglichen mit einem Polo mit Diesel in der gleichen Ausstattung, sind wir bei 23.000 Euro. Die mehr vom teuren Elektroauto ist Schwachsinn, weil der TÜV, die trifft nämlich nur für die deutschen Hersteller zu. Ich will die jetzt nicht alle niederbügeln und niedermachen, da gibt es mit Sicherheit, gerade was BMW betrifft, auch gute Ansätze. Aber das ist nicht Ende der Fahnenstange, das ist ein Beginn. Und ich rede auch ungern nur über das Auto. Weil auch in Ihren Städten können Sie den intermodalen Ansatz wählen, die Busse mit einbinden, den öffentlichen Nahverkehr. Und Elektrobusse fahren jetzt schon 230 Kilometer mit einem Akku ohne Probleme, und das reicht in der Regel im ÖPNV locker. Und die sind sicher, und jetzt kommt's. Sie wissen, die Abschreibungszeiten eines Busses, das geht mal Richtung 9, 11 Jahre, die rechnen sich bereits elektromobil nach 5,5 Jahren. Wir können es belegen, wenn Sie es nicht glauben, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail, wir laden Sie dazu ein. Meine Aufforderung ganz klar auch an den Städtetag, wenden Sie sich gerne an uns, wir bieten gerne die Lösungen. Ich bedanke mich jetzt mal fürs Zuhören. Wir sehen nicht schwarz, wir sehen nicht rot, wir sehen trotzdem grün. Danke.